Der IWF hat sehr, sehr vielen Menschen, Millionen von Menschen auf der Welt ganz extrem geschadet. Er hat sie in Armut gestürzt, er hat den Hunger verbreitet in der Welt, er hat mitgeholfen, Kriege vorzubereiten. An so einer Organisation kann man kein gutes Haar lassen. Innerhalb des IWF haben der einzig und allein die USA das Sagen. Also die haben zurzeit so um die 16-17% Stimmrecht. Aber alle Entscheidungen müssen mit 85% der Stimmen getroffen werden. Das heißt, die USA geben innerhalb des IWF bis heute den Ton an. Mhm. Also im Jahre 2000 zum Beispiel hielten die Zentralbanken der Erde 70% ihrer Währungsreserven in Dollar. Diese Dollar können aber nur von der Fed, von der Zentralbank der USA gedruckt werden. Indem die USA neue Dollar drucken, machen sie sich ja selber reicher. Gleichzeitig aber verarmen sie den Rest der Welt, weil je mehr Dollar gedruckt werden, umso weniger ist der einzelne Dollar wert. Das heißt, auf diese Art und Weise ist die gesamte Welt abhängig von der Finanzpolitik der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank. Und der IWF knüpft dann seine Kredite an ganz harsche Bedingungen, die meistens den Arbeiten, also in allen Fällen eigentlich den arbeitenden Menschen auferlegt werden. Okay. Das Weltwährungssystem mit dem Dollar als Leitwährung ist undemokratisch. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das ist kein gleichberechtigtes System, sondern das bevorzugt eine Nation und gibt ihr die Möglichkeit, ökonomischen und finanziellen Einfluss auf die gesamte Welt zu nehmen. Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, sich dem IWF heutzutage zu entziehen. Warum? Weil der IWF hat sich entwickelt zu einem Garanten für die kommerziellen Banken. Also kommerzielle Banken verleihen eigentlich nur Geld an solche Länder, die sich dem IWF-Diktat unterwerfen. Mhm. Weil der IWF ja dafür eine gewisse Stabilität sorgt. Der sorgt ja dafür, dass die einfachen Menschen ausgeplündert werden, damit die Banken und die Staaten ihre Schulden bei den internationalen Banken begleichen können. Deswegen sind die USA auch selber mit dem IWF in der Troika und so sehr daran interessiert, Griechenland zu stabilisieren und den Zusammenbruch Griechenlands einfach vor sich herzuschieben. Mhm. Weil was anderes ist es nicht. Griechenland wird auf jeden Fall zusammenbrechen. Der IWF handelt im Auftrag der Wall Street, der großen Banken, der großen Finanzinstitutionen, der Hedgefonds und der großen weltweiten Versicherungen. Aber für mich gehört also die gesamte Führungselite des IWF gehört vor Gericht gestellt und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Das Trendbanken wissen, dass der Petrodollar eigentlich eine der wichtigsten Säulen der amerikanischen Weltherrschaft ist. Was dabei ganz interessant ist, ist, dass Russland einen Vertrag abgeschlossen hat mit China über eine ganz große Energielieferung und dass Russland diesen Vertrag mit China abgeschlossen hat, nicht auf der Basis von Petrodollar, mhm. sondern auf der Basis der russischen Währung, des Rubels und der chinesischen Währung, des Yuan. Es gab schon andere Leute, die versucht haben, sich aus dem Petrodollar zu entfernen. Und deren Schicksal sollte man sich genau angucken. Mhm. Es war einmal Saddam Hussein, der ist nicht deswegen bekämpft worden, weil er ein blutiger Diktator war, sondern weil er sein Öl plötzlich anfangen wollte, in Euro zu verkaufen. Der zweite war Muammar al-Gaddafi. Und jetzt, um auf Putin mal zurückzukommen, Putin hat diesen großen Deal mit den Chinesen abgeschlossen. Und seitdem er das gemacht hat, führen die Amerikaner eine ganz aggressive Kampagne gegen Putin, gegen Russland und gegen China. Und wie es weitergehen wird mit dem IWF, das kann ich auf keinen Fall sagen. Aber ich weiß nur, wie es weitergehen wird mit dem Weltwährungs- und Weltfinanzsystem. Das wird auf jeden Fall zusammenbrechen. Was dann kommen wird, auf jeden Fall eine Phase großen Chaos. Das steht uns auf jeden Fall bevor. Und eine Phase riesiger sozialer Auseinandersetzung. Also die gesamte Führungselite des IWF gehört vor Gericht gestellt und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Das Trendbanken wissen, dass der Petrodollar eigentlich eine der wichtigsten Säulen der amerikanischen Weltherrschaft ist. Was dabei ganz interessant ist, ist, dass Russland einen Vertrag abgeschlossen hat mit China über eine ganz große Energielieferung und dass Russland diesen Vertrag mit China abgeschlossen hat, nicht auf der Basis von Petrodollar, mhm. sondern auf der Basis der russischen Währung, des Rubels und der chinesischen Währung, des Yuan. Es gab schon andere Leute, die versucht haben, sich aus dem Petrodollar zu entfernen. Und deren Schicksal ja dafür eine gewisse Stabilität sorgt. Der sorgt ja dafür, dass die einfachen Menschen ausgeplündert werden, damit die Banken und die Staaten ihre Schulden bei den internationalen Banken begleichen können. Deswegen sind die USA auch selber mit dem IWF in der Troika und so sehr daran interessiert, Griechenland zu stabilisieren und den Zusammenbruch Griechenlands einfach vor sich herzuschieben. Mhm. Weil was anderes ist es nicht. Griechenland wird auf jeden Fall zusammenbrechen. Der IWF handelt im Auftrag
Auftrag der Wall Street, der großen Banken, der großen Finanzinstitutionen, der Hedgefonds und der großen weltweiten Versicherungen. Aber für mich gehören die meistens den Arbeiten, also in allen Fällen eigentlich den arbeitenden Menschen auferlegt werden. Das Weltwährungssystem mit dem Dollar als Leitwährung ist undemokratisch. Das muss man ganz klar sagen. Das ist kein gleichberechtigtes System, sondern das bevorzugt eine Nation und gibt ihr die Möglichkeit, ökonomischen und finanziellen Einfluss auf die gesamte Welt zu nehmen. Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, sich dem IWF heutzutage zu entziehen, weil der IWF hat sich entwickelt zu einem Garanten für die kommerziellen Banken. Also kommerzielle Banken verleihen eigentlich nur Geld an solche Länder, die sich dem IWF-Diktat unterwerfen. Weil der IWF die Zentralbanken der Erde 70% ihrer Währungsreserven in Dollar. Diese Dollar können aber nur von der Fed, von der Zentralbank der USA gedruckt werden. Indem die USA neue Dollar drucken, machen sie sich ja selber reicher. Gleichzeitig aber verarmen sie den Rest der Welt, weil je mehr Dollar gedruckt werden, umso weniger ist der einzelne Dollar wert. Das heißt, auf diese Art und Weise ist die gesamte Welt abhängig von der Finanzpolitik der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank. Und der IWF knüpft dann seine Kredite an ganz harsche Bedingungen. Der IWF hat sehr, sehr vielen Menschen, Millionen von Menschen auf der Welt ganz extrem geschadet. Er hat sie in Armut gestürzt, er hat den Hunger verbreitet in der Welt, er hat mitgeholfen, Kriege vorzubereiten. An so einer Organisation kann man kein gutes Haar lassen. Innerhalb des IWF haben der einzig und allein die USA das Sagen. Also die haben zurzeit so um die 16-17% Stimmrecht. Aber alle Entscheidungen müssen mit 85% der Stimmen getroffen werden. Das heißt, die USA geben innerhalb des IWF bis heute den Ton an. Also im Jahre 2000 zum Beispiel hielt